Wir sind heute am Agrarstandort in Müden und sind zu Gast bei Uwe Henneike und der erklärt uns mal, wie das genau funktioniert mit den Rezepten für die Düngermischanlage. Uwe, dann erklär du mir doch mal bitte, welche wichtigen Informationen brauchst du von mir als Kunde, damit du für mich ein Rezept schreiben kannst? Ja, Mike, du müsstest mir vorweg sagen, brauchst du die Mischung für eine Kartoffel oder für eine Maissorte? Nee, ist für eine Kartoffel. Für Kartoffel. Ja. Dann möchte ich von dir gerne wissen, was du pro Hektar an Nährstoffen ausdringen möchtest. Stickstoff, Phosphat, Kali, ja, oder Magnesium und Schwefel auch noch. Gut. Darauf bin ich natürlich vorbereitet und hab dir schon was mitgebracht. Dankeschön, Mike. Dann werden wir deine Werte, die du Projekte ausbringen möchtest, ins System eingeben. An Stickstoff, Phosphat und Kali. Außerdem möchtest du Magnesium und Schwefel eingemischt haben. Und das System rechnet jetzt aufgrund deiner individuellen Werte die günstigste Mischung zusammen. Und du hast jetzt die Möglichkeit, die Ware im Backpack abzuholen oder in loser Form. Wir können dir die Ware auch gerne frei Hof nach Hause liefern. Dann würde ich sagen, ich nehme Big Pack, hole sie ab und wie es jetzt weitergeht, dafür fahren wir jetzt nach Brome. Genau, Mike, dein Rezept ist hier. Die Anlage, da sind wir jetzt und wie die funktioniert, das zeige ich euch. Kommt mal mit. Da können wir nämlich deine Rezeptnummer eingeben und dann macht die Anlage das vollautomatisch. Als erstes wird jeder Trichter mit der entsprechenden Düngersorte gekennzeichnet, dass der Bediener der Anlage weiß, welchen Dünger er in welchen Trichter einzufüllen hat. Das Düngerlager wird aufgeschoben, mit dem Stapler zum Düngerlager gefahren und den entsprechenden Dünger eingeladen. Der Dünger wird in den entsprechenden Trichter der Mischanlage eingefüllt. Bei der Anlage sind bis zu 5 verschiedene Düngersorten möglich. Bevor der Mischvorgang starten kann, muss lediglich die Rezeptnummer eingegeben werden. In unserem Fall ist das hier die 924. Dann können wir den Mischvorgang starten und die Mischanlage entnimmt den Dünger in der jeweiligen Menge aus den entsprechenden Trichtern. Das fertig gemischte Produkt wird nun hier bei Big Pack Abfüllung in den Abfülltrichter gefüllt. Der Big Pack wird von Hand eingelegt, aufgepustet und der Dünger abgefüllt. Sollte keine Big Pack Abholung gewünscht sein, kann auch die normale Abholung mit einem Anhänger genutzt werden.